Ploltern Plolz. Lass mal richten. Jo. Sitzt alles? So, Bauch rein, Brust raus. Mädels, sieht gut aus. Müssen wir mal fragen. Das wäre der Künstler. Nee. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma SR Turbotechnik. Mein Name ist Arthur Schröder. Wir haben heute ein Thema, was vielleicht eher weniger so oft auftaucht. Und zwar haben wir heute Thema Getriebe, aber Schaltgetriebe. Okay. Beim Fünfzylinder gab es ja in dem TTRS 8J, ja, gab es den als Schalter. Und wir haben gerade momentan so ein Projekt hier bei uns, der viel auf der Schleife fährt, auf der Nordschleife fährt, auf dem Ring, also allgemein Rennstrecke fährt. Ja. Und der hat das Auto gebracht, weil er gerne den Motor komplett gemacht haben wollte. Der kriegt jetzt einmal komplett Motor überholt und hat dann gesagt, okay, in dem Zuge möchte ich auch noch eine Sperre reinhaben. Und dann haben wir aber in dem Zusammenhang nochmal gesagt, okay, weil er auch eine Leistungssteigerung kriegt, haben wir das Thema Getriebeverlängerung, beziehungsweise bekommt er auch noch eine Übersetzung, weil er gerne etwas schneller fahren will. Aber in erster Linie geht es heute darum, und zwar die Eingangswelle zu verlängern. Ja, okay. Nicht die Übersetzung zu verlängern, sondern wir haben ein anderes Thema. Und zwar, ich habe mal hier eine Kurbelwelle von einem Fünfzylinder. Wir haben hier schon eine sehr recht lange Kurbelwelle. Wir haben zwar auf mehreren Lagern den wirklich die Kurbelwelle gelagert, ja, aber haben das Problem, dass bei höheren Drehzahlen oder auch mehr Leistung diese komplette Welle schon in Schwingen gerät. Kann man sagen, ab welcher Leistung ungefähr? Das ist halt, man kann es jetzt nicht so direkt definieren und sagen, okay, ab der und der Leistung, sondern es geht allgemein, so sage ich mal, alles ab 650 PS einfach. Ja. Oder auch Drehzahl, gerade auf der Rennstrecke, möchtest du mal ein bisschen mehr Drehzahl fahren. Wir sprechen jetzt gerade über das Thema, weil wir haben hier kein DSG. Ich erkläre euch gleich den Unterschied und was wir jetzt machen, damit das Ganze, sage ich mal, wie quasi nicht das Getriebe wie DSG, aber es geht darum, ein DSG-Fahrzeug hat das Getriebe bzw. die Welle vom Getriebe, die Kupplung, geht hier mit in die Kurbelwelle mit rein. Ja. Wir haben hier ein Nadellager sitzen, wo dann das Getriebe mit reingeht. Das ist aber beim Schalter nicht so. Und deswegen, sag ich mal, wir haben uns das jetzt nicht selber neu ausgedacht, sondern das gibt es schon länger, ist es so, wir haben hier die Eingangswelle vom Getriebe. Hier drauf sitzt quasi die Kupplung drauf. Hier bewegt sich die Kupplung. Mhm. Die sitzt im Getriebe. Hier hinten ist ein Lager, es stützt sich ab. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die Welle nach dem Don Octan geschickt. Und der hat uns hier eine Verlängerung reingemacht. Im Prinzip das aufgedreht. Ja. Hat hier eine Verlängerung reingemacht, damit sich das Ganze nochmal hier zusätzlich in die Welle über das Lager abstützt. So, dadurch sitzt die jetzt, ist die Welle, nicht nur die Getriebewelle, sag ich mal, nochmal hier mit abgestützt, damit die ganze Welle nicht flattern kann, sondern auch die komplette Kurbelwelle hat hier nochmal eine Überführung, also eine Führung, wo die quasi nochmal weiter mit abgestützt wird. Wir haben es jetzt noch nicht beim TTS oder so, bei den Autos gehabt, aber ich weiß damals schon bei unseren 16V und sowas, dass hier auch mal so eine Kurbelwelle hier gebrochen ist und diese ganze Zapfen quasi abgebrochen ist. Weil der dann am Ende hier anfängt so zu eiern. Hier sitzt noch die Kupplung alles drauf und sowas. Das ganze Gewicht, dass sie so Schwingungen bekommt, dass wir jetzt versuchen damit den Effekt zu erzeugen, die quasi hier nochmal zu führen so ein bisschen. Die sitzt ja hier in einem Lager und hier in einem Lager das ganze Getriebe. Ja. Um hier quasi eine Verlängerung zu bekommen, um das Ganze zu führen, damit die ganze Kurbelwelle auch etwas erstmal geführt wird und nicht so in Schwingungen gerät. Wir haben es damals gehabt, voll außer Atem irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall viel stabiler ist. Ja, wir haben es damals gehabt, beziehungsweise dass der Marcel sagte, dass er Zündaussetzer hat, die ja dadurch entstehen, beziehungsweise halt durch die Schwingungen werden Zündaussetzer, hatte er Zündaussetzer gehabt und nicht nur das, sondern der hat Zündung zurückgenommen
Und ich meine, lass mich lügen, falls es falsch ist, korrigiert mich, dass er dadurch halt die Klopfsensoren ausgeschlagen haben, ja, und dadurch natürlich dann auch die Zündung zurückgenommen worden ist. Und ja, das ist so das, was wir an Erfahrung gemacht haben, beziehungsweise der Marcel, was er uns dann auch irgendwann mitgeteilt hat und wir dann das auch jetzt schon das zweite oder dritte Mal jetzt gemacht haben. Die Schalter gibt es ja nicht ganz so oft. Leider nicht. Nee, deswegen, obwohl das ja echt ganz geile Autos sind. Machen wir das, sage ich mal, für Leute, die jetzt auch auf der Rennstrecke fahren wollen, ist es halt jetzt nochmal in dem Zuge so ein kleines Schmankerl, um zu sagen, weil er sowieso eine Sperre haben wollte, dass der TT bekommt jetzt eine Wavetrack-Sperre. Und darüber, dann haben wir gesagt, okay, wenn jetzt sowieso zerlegt wird, dann können wir auch gleich die Welle rausnehmen, können die quasi verlängern lassen. Das ist jetzt eine Kurbelwelle vom DSG, deswegen ist da schon drin, aber das ist dann ganz normal. Man kann dieses Lager kaufen, einzeln für die DSG-Fahrzeuge. Das machen wir dann in die Kurbel. Du kannst das vom DSG nehmen, ach so, und einfach in die Schalterkurbel, also in die Kurbelwelle vom Schalter reinmachen. Genau. Ach so. Das geht einfach so? Ja, genau. Krass. Der hat schon die Bohrungen, die sind ja immer gleich. Das, was ich gesehen habe, oft ist es dann, dass die ja ziemlich verrostet sind oder so, muss natürlich ein bisschen freischleifen, ja, dann das Lager reinpressen. Das wird alles unser Sascha machen. Und dann haben wir halt die Führung, wie gesagt, wo wir dann quasi die Welle reingeht vom Getriebe. Ja, das war von meiner Seite erstmal so ein bisschen zu dem Thema Getriebe. Wir werden auf jeden Fall nochmal, wir hatten mit einem, der Kunde selber hatte uns eine Telefonnummer gegeben von jemandem, der sich so ein bisschen mit Übersetzungen, sag ich mal, beschäftigt hat bei dem Getriebe. Wir haben damals auch schon die Fronttriebler und so auch viele Getriebe länger übersetzt, das hat Sascha auch gemacht, aber der wollte jetzt was ausrechnen, weil der Kunde sagte, das ist sowieso cool, der Kunde sagte, ja, wenn ich auf dem Weg zum Nürburgring läuft das Auto nur 3,15 und das wäre ihm zu langsam. Deswegen wollte er den fünften, sechsten Gang länger übersetzt haben, damit er schneller zu bringen. Die DSG-Fahrzeuge fahren schneller, ne? Weil die haben sieben Gänge. Was ist schneller? Fahren schneller. Ja. Weil die haben sieben Gänge. Ja, das kann schon hinhauen, genau. Das ist erstmal das, aber auch allgemein die Übersetzung oder sowas ist anders, ne? Obwohl so, das ja da gibt es dann halt vom Tiguan, beim DSG kriegt man ja keine Einzelteile, sage ich mal, bei VW gekauft, aber beim Schaltgetriebe, da gibt es halt die ganzen Wellen und Räder und sowas, gibt es halt alles einzeln. Ja. Das Schwierigste ist nur, je nachdem, manchmal musst du mehrere Gänge übersetzen. Manchmal ist es nicht so, dass du nur sagen kannst, ich kann den fünften, sechsten, weil dann gewisse Zahnräder auf der Welle fest sind. Also zum Beispiel sieht man das jetzt auch hier, sage ich mal, wo jetzt das... Oh, ich hole das Ganze mal raus. Ich hoffe, du krampfst in der Wunderkiste. Kaputt. Ja, genau. Das ist das Getriebe jetzt zerlegt. Dass die Räder irgendwo fest auf der Welle drauf sind und nicht du die gar nicht runterpressen kannst oder so, sondern dass das irgendwie aus einem Stück ist oder so. Und dann kannst du die halt nicht tauschen. Verstehe. Und dann kann es passieren, dass wir ganze Wellen tauschen müssen, aber es ist ja so, du hast immer eine Hauptübersetzung. Diese Hauptübersetzung ist quasi das Tellerrad hier. Das Tellerrad von dem Diff, das ist jetzt das Original-Diff, ja, das ist das Tellerrad, das kommt jetzt wieder hier auf dem Diff drauf, ja, aber das Tellerrad ist mit einem gewissen Zahnrad verbunden, was auf der Welle fest ist und das ist dann im Prinzip die Hauptübersetzung. Da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, du kannst jetzt nicht diese Welle nehmen, weil du sagst, okay, ich möchte den Gang, sag ich mal als Beispiel, den Gang möchte ich länger übersetzen, muss aber die Welle vom Tiguan übernehmen, aber der hat dann hier eine andere Hauptübersetzung, okay, und dann passt das wieder nicht zusammen. Dann könnte das alles komplett Muddel geben. Kuddelmuddel. Kuddelmuddel, genau. Deswegen ist das manchmal nicht so ganz so einfach. Und der beschäftigt sich auf jeden Fall damit und der wollte uns in den nächsten Tagen mitteilen, was es da gibt oder was man machen kann. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir da halt noch andere Räder drauf machen können für eine längere Übersetzung. Ja. Aber eigentlich ist es auch ganz cool, wenn die so kurz übersetzt sind. Ja, es ist je nachdem. Hat, ne? Hat was. Da muss aber mehr schalten, ne? Gerade auf den Rings. Ja, das stimmt schon. Also ich weiß damals, sage ich mal, so richtig im Motorsport,
da haben die teilweise von Strecke zu Strecke, haben die dann die Getriebe auch getauscht, verschiedene Getriebe mit verschiedenen Getriebeübersetzungen eingebaut. Ja. Gerade so zum Beispiel damals am Anfang ist ja der Thorsten so ein bisschen Bergrennen gefahren und du kannst eigentlich sagen, von Strecke zu Strecke brauchst du eine andere Übersetzung, wo du vielleicht in einer Strecke hast du eine lange Gerade drin, in einer anderen Strecke hast du viele Serpentinen drin. Und da ist es natürlich, je nachdem, in welchen Gang du wo ankommst, willst du natürlich aus dem Keller raus immer. So, wenn du dann irgendwie in einem hohen Gang ankommst und dann fünfmal runterschalten musst, damit du irgendwo wieder ja, in dem Gang bist. Also das ist schon, diese ganze Getriebetechnik ist schon sehr interessant. Und vor allem Übersetzungen, sehr interessant. Von Strecke zu Strecke ist es natürlich anders, sag ich mal, dass man es vielleicht übersetzt haben will. Ne? Aber wenn er viel Schleife fährt, dann wird er es ja wissen, was er gerne hat, ja, und was wahrscheinlich dann auch schnell ist. Natürlich, gerade auf der Strecke ist auch natürlich Ansprechverhalten, Turbolader. Wir haben da einige Erfahrungen gemacht. Wir haben so einen Celica, der fährt Time Attack, so eine Rennserie, die über ein ganzes Jahr verteilt ist. Und der sagte, du, ich will noch andere Nockenwellen haben und sowas. Dann haben wir, weil er ein bisschen untenrum ein bisschen mehr Leistung haben wollte, dann haben wir andere Nockenwellen reingemacht. Mhm. Dann hatten wir obenrum 50 PS weniger, aber im mittleren Drehzahlbereich 80 PS mehr gehabt. Krass. So, der ist natürlich aus den Kurven und teilweise hatte der viel, viel besseres Ansprechverhalten, aber ihm fehlte rum dann wiederum so ein bisschen obenrum die Leistung, sag ich mal, auf den Geraden, auf Endgeschwindigkeit und sowas, fehlte ihm dann wieder Leistung. Für kurvenreiche Strecken dann eher interessant. Ja, und das war dann so, wo er sagte, ja, jetzt fehlt mir aber die Endleistung, ich komme hinter denen nicht mehr hinterher, weil mir die Power fehlt irgendwie. Ja. Und da den Kompromiss dann zu finden zwischen Ansprechverhalten, Leistung und alles, das ist natürlich ja nicht unbedingt ganz, ganz so einfach. Ne? Dann haben wir ihm wieder die alten Noppenwellen eingebaut und ja, versuchen jetzt irgendwie so einen Kompromiss zu finden und alles irgendwie zwischeneinander abzustimmen. Und das ist bei dem auch nicht ganz so einfach mit den Nockenwellen, weil der hat keine Hydrostößel, sondern der hat Tastenstößel. Da muss das Ventilspiel eingestellt werden. Das heißt, das ist ein festes Element, was du auf ein Maß bringst, genau eingeschliffen wird oder gefräst und dann der Abstand zwischen Ventil und der Nockenwelle eingestellt wird. Normalerweise hat man einen Hydrostößel, der sich dann mit Öldruck ausdehnt und sowas. Aber da sind wir beim anderen Thema. Wir hatten heute das Thema Getriebe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was dazu erklären, dass es euch gefallen hat. Für mich ist das auf jeden Fall ganz was Neues. Ich hätte das noch nie gesehen. Ja, das stimmt. Dass es sowas also, wir gibt. Haben jetzt Getriebe haben wir eigentlich noch nie gemacht so. Auch die letzte Zeit ein bisschen wenig gemacht. Ein paar DSG-Getriebe und so mal auseinandergenommen und uns angeguckt. Aber viel die letzte Zeit haben wir nicht gemacht mit Getriebe. Das stimmt schon. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei unseren weiteren Videos. Daumen hoch, abonnieren, Glocke anmachen, genau. Und auf jeden Fall auf Instagram folgen, wenn es euch gefallen hat. Dann wünsche ich euch, wie gesagt, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bin raus.